sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen im neuen Gemeindezentrum in Marie-Ansbach. Zur zweiten Auflage von Ansbach sucht das Supertalent. Durch den Abend führen Sie Conny Feierer und Helmut Peter. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt ein Quartett vorstellen, das Sie auch schon aus dem Vorjahr kennen. Und zwar die Rentmeistergeschwister, wenn ich euch so nennen darf. Darf ich euch auf die Bühne bitten? Sie haben, ich frage Sie dann auch noch selber, aber so viel kann ich schon verraten, heuer etwas ganz Besonderes für uns. Und zwar ein kleines Puppenspiel, das von den vier Geschwistern selbst ganz eigenständig in Szene gesetzt wurde. An Kreativität und Ideenreichtum wirklich nicht zu überbieten. Und ich darf euch ganz kurz fragen, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist, dass ihr dieses Puppenspiel überlegt, erfunden habt. Was war ihr Ausschlaggebend? Ja, wir haben halt überlegt, was wir machen sollen. Und dann sind wir halt auf so Puppen gekommen und haben halt eine Choreografie erstellt. Ich habe gestern gehört, dass es euch beiden Großen ganz, ganz wichtig war, dass ihr auch eure beiden Brüder einbaut in dieses Puppenspiel. Und ich darf es Ihnen ganz kurz vorstellen. Die beiden, die hier ganz leblos noch an den Fäden hängen, ist der Keno Rentmeister und Kilian Rentmeister. Und die beiden größeren Geschwister, das ist die Alina und die Larissa. Und ich darf weiters erzählen, dass der Text und die Poesie zu diesem Bühnenstück von der Mama geschrieben wurde, von der Nora Rentmeister, die Kostüme von Eva Braun-Wieser und Nancy Castillo gestaltet wurden und Choreografie, habe ich schon erwähnt, ihr vier und die Unterstützung von Frau Vogel. Wir freuen uns. Zwei einsame Wesen, an Fäden gebunden, geführt von einer bösen Kraft. Zwei Brüder, schicksalhaft verbunden, was ihnen Mut und Hoffnung macht. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió. Dijo a nosotros, muñecos internados, todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, y en sí de su desmayo no volvía, y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho.
Kraft jedoch schwindet schnell und sie sinken müde nieder. Eine gute Fee, lieblich und hell, tanzt und zaubert. Befreit sie die Brüder? Das Böse muss weichen. Das Licht hat gesiegt durch ein liebendes Herz. Mit gütiger Kraft kann man alles erreichen. Drei Leben befreit von Fesseln und Schmerz. Me responden bien y repito, ¿cómo están ustedes? Y me dicen bien. Escucharles es una delicia, pues con ello llega la noticia de que todos nos sentimos bien, nos sentimos bien. Si pregunto, ¿cómo están ustedes? Tú me dices bien. Y si dices, yo te digo bien. Nunca falla, te lo participo y a la prueba siempre me remito. Pues escucha, ¿cómo están ustedes? Ist, aber ich glaube, das waren magische, fast mystische Momente, die die vier da vermittelt haben. Ganz, ganz, ganz toll. Hören wir die Mama auch auf die Bühne. Wie geht's da, Alina? Ja, ganz gut. Professionell. Larissa? Gut. Hat sich ausgezahlt, das Üben, gell? Wer macht die Jury an? Die Burschen schauen sowieso ganz entspannt. Bitte sehr, liebe Jury. Ja, also wirklich eine ganz beeindruckende Aufführung. Schön, dass das Gute gesiegt hat, so soll es sein. Und dass die Befreiung so gut funktioniert hat. Also ganz, ganz, ganz eindrucksvoll. Wunderbare Kostüme, wunderbare Idee, also ganz, ganz toll.
kann mich dem nur anschließen, was die Frau Dr. Meyer einfach gesagt hat, wunderbar. Und ich glaube, für diejenigen, die euch voriges Jahr gesehen haben, ist es Wahnsinn, wie wandlungsfähig ihr seid. Voriges Jahr ganz ein anderes Thema, ganz eine andere Sache und heuer wirklich fantastisch. Mir ist das auch sehr gut gefallen. Am Anfang, wie die große Schwester mit den kleinen Buben so auf die Bandeln da gekommen hat, denke ich, naja, armer Buben, so geht es vielleicht daheim manchmal. Die großen Schwestern haben ihn sozusagen fest im Griff. Aber Gott sei Dank, die gute Fee kommt befreit. Also es gibt es doch nicht so, dass die Kleinen da sozusagen fest am Bandeln der Großen sind. Nein. Wunderbar. Also eine Fee, wenn mir eine Fee mal erscheinen sollte und die ist so hübsch wie du, dann bin ich voll und ganz zufrieden. Weil es ist ja sehr selten, dass eine Feen erscheinen. Und Gott sei Dank habe ich es einmal so in der Wirklichkeit gesehen. Also profimäßig, also wenn du jetzt die beim OEF wart, also ich versuche sofort euch da engagieren und da mal auftreten lassen. Ganz, ganz toll. Super. Die Freiheit der Männer als Marionette, das hätte mir gefallen. Vielleicht hätte ich auch mal so eine Fee zu meiner Frau. Nein, es war ein toller Vortrag und wunderschöne Kostüme. Gratuliert. Danke.